kenne dich erst seit ganz kurzem, eigentlich erst seit unserem Weihnachtsfest, weil du bist im Fluid Forms. So ist es. Ich weiß auch, dass du Norbert heißt, aber im Nachnamen? Ja, mein Nachname ist schon, da fängt es schon an, das ist ein bisschen schwierig. Norbert Mappes-Niedig heiße ich. Ich arbeite hier zusammen mit meinem Kollegen Phil Kane, der einen ganz kurzen Namen hat, im Unterschied zu mir. Wir sind beide Südosteuropa-Korrespondenten. Für eine ganze Reihe von deutschen, britischen und niederländischen Tageszeitungen. Wow. Und auch für Rundfunkanstalten teilweise. Und wir behandeln Südosteuropa und auch nebenher Österreich. Hier ausgehend von Graz? Ausgehend von Graz, weil das strategisch halt so günstig zu den Schauplätzen des Geschehens liegt. Und ich mache das schon seit 20 Jahren von Graz aus. Habe auch die Kriege in den 90er Jahren da als Journalist begleitet. Und jetzt ist alles in etwas ruhigeres Fahrwasser gekommen. Und so sitzen wir eigentlich die meiste Zeit in unserem Büro, suchen Themen, telefonieren mit Leuten, machen von hier aus Termine aus und reisen dann regelmäßig auf den Balkan. Und geht es da um politische Themen oder um welche Themen geht es? Das ist verschieden? Meistens schon. Die aktuelle Berichterstattung ist meistens politischer oder seltener wirtschaftlicher Natur, aber wir suchen uns auch gerne Themen. Zum Beispiel? Eines war zum Beispiel Lichtverschmutzung, der Kampf gegen Lichtverschmutzung in Slowenien. Mhm. Oder Roma-Feste in Mazedonien und dergleichen. Also ein bisschen kreativ sind wir schon auch, obwohl wir müssen unsere Kreativität natürlich immer etwas dämpfen, weil wir als Journalisten natürlich in erster Linie der Wirklichkeit und nicht unserer Fantasie verpflichtet sind. Wow, da fallen mir jetzt ganz viele Fragen ein, weil ich wusste das ja wirklich nicht. Gehört habe ich, dass da jemand ist, der Journalist ist. Genau. Das heißt, momentan, also hauptsächlich so zu schreiben oder auch Menschen interviewen, auch so wie das ich mit natürlich. Dir? Ja, also ich schreibe nicht hauptsächlich, sondern die meiste Arbeit besteht schon darin, Informationen zu sammeln, die man dann zu einem Artikel zusammenfügt. Das also heißt, recherchieren. Und recherchieren. Mhm. Und davon spielt sich natürlich heute vieles im Netz ab. Ja. Und du hast jetzt hier praktisch von hier aus, seit wann machst du das? Seit 20 Jahren. Nein, von diesem Büro aus. Von diesem Büro aus seit einem Jahr. Und wie bist du auf die Idee gekommen, hierher zu ziehen? Wir hatten früher ein Büro in der Innenstadt, am Pauenplatz. Das Haus wurde aber renoviert und wir mussten da raus. Und dann haben wir uns umgesehen und fanden das hier sehr nett. Und viel Platz brauchen wir nicht. Das heißt, von zu Hause arbeiten tust du nicht? Das habe ich früher gemacht. Aber irgendwann fällt einem da die Decke auf den Kopf. Irgendwann kennt man alle Eichhörnchen, die vor dem Fenster rumtanzen, persönlich. Das ist aber hier wahrscheinlich auch so, oder? Ja, aber es sind halt nicht nur Eichhörnchen. Ja. Das ist der Unterschied. Das heißt, mit dem Phil arbeitest du wirklich zusammen? So ist es, ja. Schon seit langem, oder? Auch? Seit 4, 5 Jahren. Welche Nationalität ist er? Brite. Und du, habe ich das schon gefragt? Ich bin Deutscher. Du bist Deutscher? Hast du aber auch einen englischen Akzent, kann das sein? Einen niederländischen Akzent. Einen niederländischen Akzent. Das hängt mit meiner persönlichen Geschichte zusammen. Nachdem du ja hier jetzt schon seit einem Jahr bist und wir uns eigentlich wirklich kaum getroffen haben, vielleicht einmal im Vorbeigehen, kennst du andere Menschen, die hier in der Umgebung arbeiten? Vom Sehen, aber kaum mit Namen. Gehst du manchmal? Also wir sind schon mal im Sommer auf dem Ländplatz gewesen und haben mit den anderen zu Mittag gegessen und haben da auch ein paar Leute kennengelernt, ohne dass ich jetzt wüsste, wie die heißen. Aber es ist ein gutes, einfach nett, ja, wenn man eine Bürogemeinschaft hat, dass man ab und zu Leute trifft und sich mit denen unterhalten kann. Und sei es nur für die Stunde zur Mittagszeit. Und wir kennen natürlich die Fluid Forms Leute, die jetzt nur relativ selten noch in dieses Büro kommen, weil sie Stellen angenommen haben und normalerweise nur noch freitags den ganzen Tag hier im Büro verbringen. Sehr interessant, Wahnsinn. Jetzt bin ich ganz überfordert mit, was sich alle Fragen schießen mir durch den Kopf. Macht dir dein Beruf Spaß? Oh ja, sehr, ja. Gehst du gerne in der Früh zu deiner Arbeit? Ja, schon. Was ist das Beste daran oder was erfüllt dich mit Freude, wenn man das so nennen kann? Am tollsten finde ich, wenn plötzlich neue Themen reingeschossen kriegen.
Wie kommen die geschlossen? Wenn man zum Beispiel Breaking News, ja, das ist was passiert. Und man lässt alles stehen und liegen und begibt sich sofort daran, zu dem Thema alles zusammenzutragen. Was ist das für ein Beispiel? Zum Beispiel, jetzt hat man im letzten Jahr bekam das Kosovo eine neue Präsidentin, die kein Schwein kannte. Nicht mal Google kannte die. Und es ist eine große Herausforderung, dann innerhalb von wenigen Stunden alles über diese Frau zusammenzukriegen, was man irgendwie kriegen kann. Und auch mit Leuten zu telefonieren, die sie persönlich kennen. Denn die Zeit hat man natürlich nicht, dahin zu fahren und die Frau aufzuspüren und mit ihr zu sprechen. Das geht nicht in der kurzen Zeit. Aber man kann halt möglichst nah rankommen. Und das ist ein Wettbewerb eigentlich, der unter allen Journalisten nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auf der ganzen Welt stattfindet. Und da hat man dann gerne ein bisschen die Nase vorn, das macht Spaß. Und wenn man viel Erfahrung hat, dann hat man natürlich gute Chancen, weil man halt viele Leute kennt und weiß, wie man anrufen kann. Das heißt, man könnte sagen, von diesem kleinen Ort hier in der Maria-Hilfer-Straße aus bist du eigentlich vernetzt mit vielen auf der ganzen Welt. So ist das, ja. Das ist auch irgendwie eine interessante Dimension, finde ich, gell? Ja, hat sich so in den letzten 20 Jahren erst langsam entwickelt. Ja, denn das war ja früher nicht so. Als ich hier anfing mit dieser Tätigkeit, da gab es noch gar kein Internet. Da war das Telefon entscheidend. Da hat man Leute angerufen. Ich musste auch damals noch mehr reisen. Einmal, weil damals noch mehr los war und zweitens, weil ich noch nicht so die Erfahrung hatte und erst Leute kennenlernen musste, die ich heute nur noch anrufen muss. Und wenn du so einen Artikel schreibst, also fertig recherchiert und du machst einen Beitrag, wo erscheint das dann? Das erscheint, wenn es sehr aktuell ist, in vielen deutschen Tageszeitungen und in niederländischen Tageszeitungen, in NSC Handelsblatt. Das nicht so aktuell ist oder das Thema ist, das ich mir ausgedacht habe, dann erscheint das über einen längeren Zeitraum, so innerhalb eines Jahres in verschiedenen einzelnen Zeitungen, aber meistens halt in Tageszeitungen. Ab und zu auch in österreichischen Tageszeitungen. Wie viele Stunden circa arbeitest du am Tag oder in der Woche? Kann man das ein bisschen definieren? Gibt es da klare Arbeitszeiten? Nee, gibt es nicht. Wenn wir mal um 4 Uhr machen, nachmittags machen die meisten Zeitungen den Platz, den sie für Korrespondenten reserviert haben, zu. Das sind die Hintergrundseiten. Das heißt, was bis 4 Uhr nicht fertig ist, das wird in der Regel auch nicht mehr gedruckt. Außer es geht auf Nachrichtenseiten, dann kann es auch schon mal länger dauern, bis 10, 11. Aber nach 4 Uhr erreicht man auch die meisten Gesprächspartner nicht mehr. Und dann mache ich um 4 Uhr hier meistens Schluss. Es trifft sich insofern gut, als dass dann auch mein Sohn von der Schule nach Hause gebracht wird. Und den hole ich dann ab. Und wie funktioniert das praktisch mit dem Bezahlen für so eine Arbeit? Das kann ich mir fast nicht vorstellen, also beziehungsweise habe ich noch nie davon gehört. Wenn man mit so vielen Medien zu tun hat, also jetzt nicht eine einzige, wo man dann immer einfach eine Honorarnote stellt oder so. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Verteiler, wo eine ganze Reihe Zeitungen drauf sind. Und jeden meiner Texte kriegen alle diese Zeitungen. Und soweit sie das dann drucken, machen wir einen sogenannten Anstrich. Das heißt, sie gehen dann täglich darüber, über das erschienene Blatt und gucken, also wer hat da was geschrieben, wer muss honoriert werden und schicken dann das Geld. Ich brauche gar keine Rechnungen zu schreiben. Vielen Dank. Mit Vergnügen. In dieser Deambulation werden alle gefragt, wie Faulheit in ihrem Leben Platz hat. Wie ist es in deinem Leben? Faulheit hat in meinem Leben eigentlich so gut wie überhaupt keinen Platz. Ganz offen gestanden. Ich bin eigentlich ständig irgendwie aktiv oder so. Und gut, manchmal sonntags abends haue ich mich vors Fernsehen. Aber sonst. Und dann schaffe ich es nicht leicht, da die ganze Zeit sitzen zu bleiben. So anderthalb Stunden für einen Film ist mir meistens schon ein bisschen zu viel. Es geht meiner Frau dann auf die Nerven. Ich meine, bleib doch mal sitzen, aber das kann ich nicht gut. Wie ist es mit Abschalten? Ja, abschalten geht schon besser, ja. Also ich muss schon irgendwas tun, aber es hängt dann nicht unbedingt immer an meinen Themen. Ich schreibe allerdings auch Bücher. Im Moment habe ich wieder eins zwischen
Und wenn ich so ein Buch schreibe, dann fällt das Abschalten schon ziemlich schwer. Dann kommen die Gedanken immer wieder, ob das beim Duschen ist oder auf dem Klo oder so. Man hat ständig irgendwelche Ideen und meint, man muss sie dann aufschreiben. Und das ist dann schon immer eine harte Zeit. Das geht mir im Moment so. Sonst habe ich da keine großen Probleme mit. Das Schöne ist, bei so einem Artikel, wenn der einmal abgeschickt ist, ja, wenn man einmal auf die Enter-Taste gedrückt hat beim Senden, dann ist das weg. Ja, dann habe ich das vergessen und braucht dem nicht mehr lange gedanklich nachzuhängen. Vielen Dank. Ja, gerne.